Hallo, ich bin's wieder, der Jens von Optionsstrategien TV und heute habe ich wieder einen Gast und wir unterhalten uns mal über den Optionshandel in den USA und hier bei uns in Deutschland. Also mein Gast heute ist der Jörg. Wir kennen uns schon ziemlich lang. Wir können du sagen, ne? Wir sagen ja auch so privat immer du zueinander. Und der Jörg ist zu uns gekommen, ganz normal am Anfang als Kunde. Ja. Du hast das Buch gelesen und hast dich dann für den Handel interessiert. Erzähl mal, wie hat das so bei dir angefangen? Also ich habe einige Aktienbücher gelesen, habe ganz am Anfang Aktien gehandelt und war aus meiner Sicht erfolgreich. Das lag aber nur daran, dass zu dieser Zeit alle erfolgreich waren. Und es kam dann, wie es kommen musste, als auch wieder alle nicht erfolgreich waren, war ich genauso dabei. Das heißt also, irgendwann bin ich dann verzweifelt, dass nach einigen Jahren am Ende plus minus null auf dem Konto stand, was den Gewinn betraf. Und habe dann immer mehr Bücher gelesen, bin dann auf dein Buch gekommen, Optionsstrategien. Und war der Meinung, dass es das erste Fachbuch ist, was wirklich was bringt. Und war dann noch mehr überrascht, dass als ich den Autor gelesen habe, Jens Rabe, den ich bis dahin nicht kannte, aber dass du dann auch noch in der Stadt wohnst, wo ich auch wohne. Und dann haben wir uns ja persönlich kennengelernt. Genau, und das ist jetzt ein paar Jahre her. Jetzt hast du das ja die ganze Zeit, also du machst das ja quasi nebenberuflich, weil du bist Manager in einem großen Automobilzulieferer, auch ziemlich unterwegs. Also es ist nicht so, dass du so einen 9-to-5-Job hast. Ja. Und am Anfang hast du ja hier in Deutschland gehandelt. Da hast du mir gesagt, da war es ja relativ einfach, weil du am Abend nach Hause gekommen bist und konntest dann noch handeln. Jetzt lebst du mittlerweile in den USA und wie hat sich da so dein Handel verändert? Also gut, ich habe wesentlich mehr Aufwand in den Handel gesteckt in Deutschland, weil wenn man abends nach Hause kommt, dann haben ja die amerikanischen Börsen noch geöffnet bis ungefähr 22.30 Uhr. Und in den letzten Handelsstunden hatten wir ja die meiste Aktivität, sodass man da gut handeln konnte. Jetzt hat sich das insofern verändert, dass es diese Zeitverschiebung zum amerikanischen Markt nicht mehr gibt. Also ich lebe ja jetzt in den USA und demzufolge muss ich ein bisschen mehr Zeit auf das Wochenende verlegen, um die Strategien für die nächste Woche auszuarbeiten und habe dann eigentlich nur relativ wenig Zeit. Das heißt, ich mache meine Strategien auch während der Woche am Abend und setze dann nur den Handel um am Tag und da brauche ich dann am Tag also höchstens 20 Minuten, eine halbe Stunde in der Mittagspause. Mhm. Also das heißt, die Hauptzeit, die du aufwendest, ist mehr so die Vorbereitung, das Herausfinden so unter Trades und was mache ich am nächsten Tag und das Umsetzen selbst, also quasi das berühmte Drücken, das ist das, was eigentlich am wenigsten Zeit erfordert. Ja. Und was noch hinzukommt, aufgrund der begrenzten Zeit, halte ich mich als sehr, sehr streng an die Regeln. Also ich kann nicht mehr probieren, da fehlt einfach die Zeit. Ich habe meine Strategie, setze es am nächsten Tag einfach um und fertig und verfolge das dann ganz klar nach Regeln, so wie wir es auch trainiert haben. Und ich muss sagen, dass das sehr erfolgreich ist, wenn man genau die Regeln anwendet. Mhm. Jetzt hast du ja, also wir kennen uns ja auch jetzt näher und auch privat kennen wir uns gut. Du hast mir viel von deinem Handel erzählt. Ich weiß auch, dass es wirklich sehr gut läuft. Ja. Jetzt lief es ja bei dir am Anfang eigentlich gleich von Beginn an ziemlich gut. Ja. Also du hattest, glaube ich, nie so eine Phase, wo es so, oder zumindest am Anfang nicht, wo es so ganz nach unten weg lief, sondern du hattest gleich von Beginn an Erfolg. Zwischendurch war es dann mal so ein bisschen holprig. Was denkst du jetzt zurückblickend, woran lag das? Also ich habe mich am Anfang ganz klar, das Gelernte habe ich konsequent umgesetzt. Ich wollte ja sehen, wie und ob es überhaupt funktioniert. Und das war von Anfang an sehr erfolgreich. Ich kann mich noch erinnern, wir waren in Zwickau in der Gaststätte im Brauhaus und da habe ich dich gefragt, Jens, geht das jetzt immer so weiter oder ist das Zufall? Und da hattest du geantwortet, das kann durchaus so weitergehen. Das war dann auch so. Das Problem, was ich hatte, ich bin dann so selbstsicher geworden, dass ich gesagt habe, das läuft ja alles ganz gut. Und einige Trades, die ich bei 100% geschlossen habe, die sind dann, die sind dann trotzdem noch wieder ins Plus gelaufen. Dann habe ich also Experimente gemacht und das hat dann dazu geführt, dass ich anderthalb Jahre, in dem Zeitraum, wo ich die Experimente gemacht habe, dann doch eher unterm Strich Minus gemacht habe. Weil es sind zwar viele Trades tatsächlich ins Plus gelaufen, aber der ein oder andere Trade halt auch richtig ins Minus. Und der hat die Gewinne dann wieder aufgefressen. Ja. Nach dem anderthalben Jahr habe ich mich wieder konsequent an die Strategien gehalten und muss sagen, dass ich wieder zurück zu dem alten Erfolg gekommen bin. Und der
kann sich total sehen lassen. Ja. Ja. Wenn du jetzt jemand, der ganz neu anfängt und sagt, okay, ich will jetzt auch so Optionsverkauf machen, nach den Strategien, die wir auch so anbieten, was würdest du sagen, ist der größte Fehler, den derjenige, wenn es geht, vermeiden sollte? Also aus meiner Sicht sollte man sich wirklich konsequent an die Strategien halten. Das fällt nicht immer leicht, weil die Emotionen ja mitspielen. Und man sagt irgendwo, oh, das muss ja noch irgendwie mal drehen und so. Aber ich denke, wenn man Verluste zum Beispiel, wenn man aus Verlustrates rausgehen muss und so. Genau. Mein Tipp ist wirklich, dieses Training aufzunehmen, versuchen zu verstehen, wenn man es nicht versteht, auch nochmal nachfragen. Und dann auch wirklich konsequent die Strategien anwenden. Und wenn man jetzt wirklich mit einem kleineren Konto arbeitet, dann sollte man vielleicht erstmal mit dem Demokonto anfangen, um zu üben, um dann sicher zu werden. Aber das Wichtigste für mich ist wirklich konsequent die Strategien durchzuführen. Okay. Gibt es eine Lieblingsstrategie oder die du aktuell machst? Die du am liebsten handelst, Future-Optionen, Aktienoptionen, was ist das, was du am liebsten machst? Also Aktien handle ich fast gar nicht, weil, wie es auch in deinem Buch steht, $400 sind so die ideale Prämieneinnahme. Mhm. Bei Aktien ist das immer schwierig mit den Aktienoptionen. Ansonsten handle ich natürlich hauptsächlich Future Options. Ja. Und dort, am erfolgreichsten bin ich mit den einfachsten Strategien. Das ist ja Strangles oder nackte Optionen. Ich experimentiere da gar nicht so viel herum. Was ich gelegentlich mache, aber das ist bis jetzt noch nicht sehr erfolgreich, ich kaufe auch mal Optionen, sehr langlaufende Optionen bei niedriger Volatilität. Und ich sage ja, es war bis jetzt noch nicht sehr erfolgreich, aber ich hoffe immer noch. Nein, aber erfolgreich bin ich mit den Optionsstrategien, mit dem Verkauf von Optionen, klar nach den Regeln. Und das kann ich nur empfehlen und weiterführen. Okay, das war ein kleiner Einblick wieder mal in die Sicht eines privaten Händlers. Und ich glaube, daran sieht man auch wirklich ganz gut, man kann das machen, egal ob man das jetzt als Beruf macht oder ob man das neben seinem Beruf macht. Auch wer einen wirklich zeitaufwendigen, anstrengenden Beruf hat, kann mit dem Verkauf von Optionen erfolgreich sein. Und mehr davon demnächst wieder hier auf unserem Kanal. Wir sagen tschüss. Jörg, danke für deine Zeit. Gerne. Tschüss. Ciao.